Hello Friends und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder ein Food Diary und ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, lasst mir gerne schon mal einen Daumen nach oben da, folgt mir gerne auf Instagram und natürlich auch hier ein Abo da lassen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt rein mit dem Video. Viel Spaß! Good morning, es gibt Porridge bei mir und gleich geht's ins Gym. Ich bin schon ready, außer die Schuhe natürlich. Und das Wetter ist richtig schön heute. Oh mein Gott, mal gucken, was ich heute noch mache. So, zum Abendessen gibt es mal wieder meine Tomate-Mozzarella-Bowl. Das ist Protein-Mozzarella, der heißt Proteinella, also ist eigentlich wie Skirella auch. Und Wasser, das noch vom Gym vorher. Das trinke ich jetzt mal aus. Und ja, da kommt jetzt noch mein Standard-Dressing drüber. Ihr müsst einfach mal meine älteren Food Diaries gucken, da habe ich das, glaube ich, mal gezeigt. Immer Tomatenmark, Magerquark und Gewürze. Und ja, ich habe hier vorher richtig clean gemacht. Ich bin richtig stolz, wie, oh wow, wie sauber das hier ist. Also hier sieht es jetzt gerade so naja aus, aber da ist übrigens mein Dressing. Aber an sich habe ich sauber gemacht. Da sieht es nur so aus, weil ich morgen shooten gehe. Ja, zu meiner Verteidigung. Und ich habe meinen Schubladen aufgeräumt. So, ich bin jetzt auch hier zu Hause. Wir waren noch ganz spontan beim Italiener, aber ich hatte ja schon gegessen. Aber die Mädels noch nicht. Und jetzt gibt es noch Alpro Sojajoghurt für mich mit gefrorenen Heidelbeeren und Immers Chatroom. Morgen früh geht's brunchen. Oh mein Gott, ich freue mich so. Und ihr werdet ja dann sehen, was ich genommen habe. So, bei mir gibt es jetzt noch einen veganen Magnum Mandel. Und diese Tuck Cracker mit Parmesan-Tomaten-Geschmack, die habe ich aus Italien mitgebracht. Die sind so legendär geil. Warum gibt es diese Sorte nicht in Deutschland? Oh mein Gott, einfach mit Parmesan. Yummy. Freunde, es ist wieder passiert. Ich habe mir nochmal Gyros bestellt. Ihr wisst, ich hatte diese Woche schon in meinem Fearfood-Video Gyros. Aber ich hatte nochmal so Bock. Ich habe heute den ganzen Tag durchgehasselt mit Shooten und war heute Morgen ja frühstücken und ja, genau, habe jetzt übelst Hunger auf was Deftiges, habe hier meinen Krautsalat, Tzatziki und nochmal eine restliche Sour Cream und gucke jetzt Grey's Anatomy, eine Bounty? Yes! So, bei mir gibt es als Nachtisch jetzt noch das vegane Magnum Mandel. Ich liebe das echt, das ist so lecker, das müsst ihr unbedingt mal probieren. Guten Morgen, ihr Lieben! Ich koche mir jetzt gerade Frühstück und gleich gehe ich noch ins Fitnessstudio. Heute ist Montag und es heißt neue Woche, neues Glück. Nein, Spaß. Ich koche mir heute wieder Schokoporridge. Das ist dieses hier von Raver. Momentchen. Das hier, Porridge Kakao. Das ist richtig, richtig lecker. Auch ohne Zuckerzusatz, deswegen süße ich das immer noch nach, weil sonst schmeckt das zu kakaohaltig. Und darüber gebe ich Peanut Butter. Das ist das hier. Und Kaffee gibt es dazu. Das ist immer ein Teelöffel Instant-Kaffee, ein Scoop Chunky-Flavor in Schoko und ein Süßstoff. Ja. So, das ist jetzt das fertige Ergebnis. Und das lasse ich mir schmecken. Heute wird wieder so schönes Wetter. Oh mein Gott, deswegen, jetzt ist, glaube ich, kurz vor 10. Und ich muss mich dann beeilen, dass ich nicht in der prallen Hitze trainieren muss. Und das lasse ich mir jetzt erstmal schmecken, ne, Bounty? Ja. Hello Friends, ich war vorher trainieren und war duschen, hab so ein bisschen, ja wir waren ja gestern Bilder machen den ganzen Tag, also den ganzen Abend und ich habe jetzt heute mal durchgeguckt, sie hat mir die Links geschickt und schon ein Video hochgeladen auf Instagram, ich verlinke euch das hier irgendwo mal, dann könnt ihr mir gern mal vorbeischauen und ich habe mir jetzt was zu essen gemacht. Und zwar habe ich mir eine Bowl aus Sojajoghurt, gefrorenen Beeren, Kokosraspeln, Chiasamen und Zimt und Erythrit gemacht. Und das lasse ich mir jetzt schmecken und gucke noch ein paar YouTube-Videos. So, ich habe mir jetzt zum Abendessen nochmal die Reste von gestern warm gemacht und habe noch extra eine Zwiebel angebraten mit dem Gyros. Und gucke jetzt Grey's Anatomy, die letzte Folge, die gerade noch zu sehen ist. Als kleinen Nachtisch danach gibt es jetzt ein High-Protein-Pudding Salted Caramel von Rewe. Ich mische das immer mit ein bisschen Quark noch, damit der cremiger wird. Und Zimt und Erythrit und ein kleines Mini-Magnum. Guten Morgen, das ist jetzt mein Frühstück. Es gibt körnigen Frischkäse mit
Skia gemischt, Apfel und Zimt und Erythrit und Kaffee und gleich geht's wieder ins Gym. Ich freue mich drauf. Ich mache aber heute nicht so viel. Ich habe noch Muskelkater von gestern und ich gehe morgen mit einer Freundin trainieren. Oh, I'm sorry, wie ich aussehe. Was ist das eigentlich für eine komische Locke hier schon wieder? Ich habe euch jetzt da abgestellt. Auf jeden Fall wollte ich euch kurz mitteilen. Bei mir gibt es jetzt einen Monsterapfel und so ein Hey Bar nach dem Training. Das ist der Strawberry Joghurt. Kann ich euch auch gleich mal zeigen. So sieht er jetzt aus und der riecht so gut. Den gönne ich mir jetzt mit dem Apfel und ich habe später noch einen Nageltermin. Eigentlich wäre ich heute Abend essen gegangen, aber die hat mir für heute abgesagt. Wir haben es aber auf Donnerstag verlegt. Heißt, ab morgen, da ich morgen auch verabredet bin zum Essen, gehe ich morgen, übermorgen und am Freitag und am Samstag essen. Weil am Freitag und am Samstag sind meine Eltern in Köln. Und ich will denen natürlich so meine Favorite Restaurants, unter anderem auch Eat for Fit, zeigen. Und deswegen gehe ich ab morgen wahrscheinlich jeden Abend essen. Perfekt. Guten Abend. Hier ist mein Abendessen. Ihr kennt Skirella, Paprika, Zwiebel, Gurke, Salat und mein Standarddressing. Und ich habe mir gerade die Nägel machen lassen. Ich war bei so einem Laden in Köln. Falls ihr aus Köln kommt, kann ich euch My Beauty empfehlen. Das ist in Köln Kalk. Ja, das lasst mir jetzt schmecken. Guten Abend. Bei mir gibt es jetzt meine Quark Bowl. Und ich gucke Seattle Firefighters. Bounty ist jetzt auch gerade. Und ach, ich liebe meine Nägel. Ich muss nur erstmal wieder damit klarkommen. Ich wollte gerade eine Quarkpackung aufmachen. Und ich habe es einfach nicht hingekriegt, Leute. Das war so bitter. Oh mein Gott. Aber jetzt habe ich es hinbekommen. Und I love it. Ich beende meinen Tag heute mit einem Double Dough Brownie und diesen leckeren Gummibärchen von Dupont. Ich liebe ja diese Weingums davon. Generell so Weingummis sind meine Kindheit, ey. Habe ich mit Papa immer auf Autofahrten gegessen. Und die haben echt gute Nährwerte. Ich liebe die echt. Sind super lecker. Kann ich euch nur empfehlen. Link ist in der Infobox und das lasse ich mir jetzt schmecken. Guten Morgen, es ist wieder Zeit für Porridge und heute gibt es Wasser dazu, weil ich schon mal eine 2000 Kaffee hatte. Ich bin schon ein bisschen länger wach, deswegen, yes, das lasse ich mir jetzt schmecken. Das Wetter ist mal wieder hervorragend. Was will man mehr? So, wir sind jetzt wieder zu Hause. Und ich gebe mir jetzt noch den Zitrus-Cheesecake. Ich habe ein bisschen Dattelsirup drüber gegeben. Könnte ganz geil schmecken. Ich bin mal gespannt. Ich habe es extra nur ganz dezent drüber gegeben. Und ich gucke New Amsterdam. Ist echt geil. Das müsst ihr echt mal gucken. Meine Freundin hat mir das empfohlen. Ich bin jetzt schon süchtig, muss ich sagen. Kommt fast an Grey's Anatomy ran. Aber auch nur fast. Guten Morgen, Freunde. Nachdem meine Pancakes letztes Mal schief gegangen sind, ist mir eingefallen, dass ich noch einen frischen Protein-Waffel-Mix hier zu Hause habe. Gar nicht. Der ist jetzt schon richtig alt. Man läuft ja ab. Oh, trotzdem erst nächstes Jahr, perfekt. Und das mache ich mir jetzt. Da habe ich jetzt noch Kokosraspeln und Zimt drauf gegeben und das kommt jetzt gleich in den Ofen. Und da sollte wirklich nicht schief laufen, Leute. Ein paar Beauty-Shots gesehen, sage ich mal. Ja, das sind jetzt die fertigen Waffeln. Die sind mir ein bisschen auseinandergefallen, aber sie sehen trotzdem sehr, sehr nice aus. Und guck mal, wie fluffig die sind. Ich habe da jetzt hier Peanut Butter Pulver drüber gegeben. Komm raus. Und Zimt und Erythrit. Und das lasse ich mir jetzt mit einem Kaffee schmecken. Hello. Oh Leute, ich sag's euch, es ist heute so warm draußen. Also nicht so heiß warm, sondern so richtig schwül. Die Sonne scheint nicht mal so richtig. Auch es ist so ätzend. Auf jeden Fall habe ich gerade schon einen Apfel gesnackt, aber ich habe vergessen, ihn euch zu zeigen, wie immer. Ich esse manchmal einfach, ohne es euch zu zeigen. Also manchmal fehlt halt wirklich irgendwie meine Snacks mittags. Aber ja, einen Apfel hatte ich und ich snacke die ganze Zeit solche Haribo-Gummibärchen. Die stehen hier immer so offen rum und die haben so eine perfekte Snackgröße, finde ich. Das sind so Mangos. Aus Italien habe ich die, die sind so lecker. Oh mein Gott. Bisschen künstlich, aber trotzdem lecker. Guten Abend. Erstmal sorry für die ganz schlechten Lichtverhältnisse, aber draußen schüttet es und hat
Es hat auch gerade richtig gewittert. Aber es gibt meinen Salat. Und ja, meine Freundin hat mir wieder abgesagt, denn jetzt ist sie krank geworden, leider. Oh Mann. Naja, auf jeden Fall habe ich mir hier so Veggie-Streifen angebraten. Und dazu gibt es ein Wasser. So, bei mir gibt es wieder meine Quark-Bowl. Und wieder ein paar Folgen von New Amsterdam. Das ist so geil. Wirklich, ich hätte niemals gedacht, dass ich eine neue Serie für mich finde, aber jetzt habe ich sie gefunden. Und morgen kommen meine Eltern nach Köln. Ich freue mich schon voll. Ich nehme euch dann auch ein bisschen mit. So viel wie es geht, aber ich glaube, ich genieße eher ein bisschen die Zeit mit meinen Eltern. Ihr werdet es dann sehen. So, bei mir gibt es jetzt noch das vegane Magnum. Wer es noch nicht probiert hat, go for it. Und solche Protein-Balls, die habe ich gerade gefunden, dass ich die noch habe. Peanut Butter Brownie Style. Bin ich echt mal gespannt, wie die schmecken. Ihr Lieben, das war's wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Ich habe gesehen, ganz viele von meinen Zuschauern haben mich noch nicht abonniert. Das solltet ihr auf jeden Fall tun. Ist alles kostenlos, kostet euch nichts, schadet euch nichts und ihr verpasst keine Videos mehr von mir. Folgt mir auch gerne auf Instagram, blende ich euch hier ein. Da bin ich täglich aktiv und da könnt ihr mir auch immer DMs schreiben. Die lese ich auf jeden Fall immer. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche beim nächsten Video wieder. Tschüss!